So, hallo ihr Lieben und ein glückliches und frohes und erfolgreiches und natürlich vor allem gesundes neues Jahr 2020 wünsche ich euch noch. Ich habe gedacht, ich fange im neuen Jahr mal wieder mit einem etwas größeren Projekt an. Es war jetzt längere Zeit relativ still auf meinem Kanal, aber wir fangen jetzt im neuen Jahr einfach nochmal neu an, beziehungsweise ziehen wir jetzt mal wieder was durch. Und dafür habe ich mir das Papier von der lieben Luise Heinzel ausgesucht, das Alice im Wunderland Papier. Ich verlinke euch das alles unten in der Infobox, also den Link direkt zu dem Papier. Das ist ein etwas größeres Kit. Dafür habt ihr auch richtig, richtig viel, mit was ihr arbeiten könnt. Ich verlinke euch, wie schon gesagt, das alles unten in der Infobox. Schaut mal nach in ihrem Shop. Sind ja auch ganz viele andere Papiere noch. Und vielleicht findet ihr euer erstes Projekt für 2022 auch da. Ich schneide mir jetzt hier als erstes mal die Seiten zurecht, also die Seiten vom, also die Hintergrundseiten quasi, oder wie nennt man es denn? Chunk Channel Pages eben einfach. Hab die, mein Drucker druckt die, oder der Drucker in der Arbeit druckt die eben immer mit weißem Rand und habe mir die jetzt erstmal zurechtgeschnitten. Das sind, glaube ich, 13 Stück oder so. Und die lege ich mir aber jetzt erstmal zur Seite, weil das machen wir, also mit denen arbeiten wir dann, wenn wir die Signaturen zusammenstellen. Ich möchte heute mal mit den Ephemeras anfangen. Ich flip euch die jetzt mal hier so kurz durch. Also ich zeige euch mal, was da alles dabei ist. Es sind unglaublich viele und unglaublich viel unterschiedliche Sachen, also auch unterschiedliche Stile, die aber trotzdem alle mit Alice im Wunderland zu tun haben. Ich habe in meinen Journals bis jetzt immer so ein bisschen das Problem, oder was heißt das Problem, aber ich denke, dass ich mit relativ wenig Ephemeras arbeite und dieses Kit ist einfach prädestiniert dafür, dass man sagt, okay, ich kümmere mich jetzt mal um diese Sachen, also nicht nur so um die Pages oder um die Signaturen, sondern wir machen mal richtig viel mit Ephemeras und wie ihr schon seht, es gibt da wirklich ganz viele unterschiedliche, also auch unterschiedliche Arten, jetzt gar nicht so eher die Formen, sondern wirklich auch die Arten und Abbildungen und hast du nicht gesehen, was auf diesen Seiten drauf ist, die ihr euch dann zurechtschneiden könnt. Ich habe mir die hier auf 200 Gramm Papier ausgedruckt. Mit denen hier werden wir dann später noch ein bisschen was arbeiten. Wir werden heute ein bisschen Kreise machen. Hier steht es nochmal, gell? Luise Heinzel. Ja, also wir werden heute zwei Arten von Ephemeras schon mal anfangen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit der ganzen Serie. Das sind hier jetzt eher so allgemeine Tags oder sehr allgemein gehaltene Tags, sage ich jetzt mal. Hier sieht man dann auch, dass vom Tag runter in diese Form das Design weitergeht. Hier habt ihr dann mal zwei Umschläge noch mit dabei. Das sind dann aber, ich weiß nicht, ob die jetzt schon gezeigt waren oder ob die jetzt noch kommen. Also das sind einfach Umschläge, die ihr euch ausschneiden könnt und die Falzkanten sind euch quasi auch schon vorgegeben, dass ihr dann eben so kleine Pockets draus machen könnt. Das Blatt werden wir uns dann auch noch hernehmen, zumindest die Kreise unten. Also wir werden dann im hinteren Teil des Videos mit relativ vielen Kreisen arbeiten. Es ist für mich in diesem Papier wirklich ein bisschen schwierig, so einen roten Faden durchzuziehen oder für mich eben zu finden. Vielleicht werden wir auch nicht alles davon hernehmen, also von den Seiten dafür hernehmen, weil dann einfach der Mix unglaublich umfangreich werden wird. Aber auch wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos die Pages anschauen, das ist natürlich, muss ich euch zeigen hier, ne? Eine Daisy drauf, ist natürlich wie für mich gemacht. Nochmal zu den Pages, wenn wir uns die dann bei den Signaturen anschauen, auch da sind unglaublich viele verschiedene Farben, Muster, Gestaltungen vermerkt. Von dem her wird es entweder relativ bunt, das ganze Journal, also relativ chaotisch, oder wir müssen eben ein bisschen was weglassen. Das muss sich aber halt jeder immer selber für sich überlegen, was er in dem Journal oder was er mit dem Journal anfangen möchte und wie weit er da dann ja auf die Vorgaben, sage ich jetzt mal, selber eingehen möchte. Ne? Ob wir dann alles verwenden oder wie wir es dann verwenden, zeigt sich dann in den nächsten Videos. Hier sind nochmal so große Journaling-Cards. Die haben mir ein bisschen geholfen, meine Supplies, mein Zubehör oder meine Gestaltungsformen, sage ich jetzt mal, zu finden. Zeige ich euch aber gleich noch. Und diese Mason Jars sind auch
unterschiedliche Designer dabei, werden wir uns aber auch, wie schon gesagt, alles in den nächsten Videos vornehmen. Also ihr habt da wirklich einen richtig dicken Batzen, wo ihr richtig gut damit arbeiten könnt. Ich habe mir hier jetzt schon ein paar Sachen eben zurechtgelegt, mit denen ich im Journal dann arbeiten möchte. Wird wahrscheinlich noch nicht alles sein, aber so mal ein Grundstock, ne, ist da schon mal geschaffen, oder dass man selber sich eben ein bisschen Gedanken dazu macht, was man verwenden möchte. Zum einen habe ich hier zwei Acrylfarben, einmal in Türkis und das andere ist Bronze, weil es ja nicht immer Silber oder Gold sein muss. Ne? Also das ist hier so Metallic Acrylfarbe in Bronze. Ein bisschen Washi-Tape habe ich mir schon rausgelegt. Hier ist ein Schwarzes dabei, weil ich relativ viel mit Schwarz auch arbeiten werde. Ein paar Briefmarken in den Farben, die ich wiedergefunden habe. Und natürlich kommen Stempel zum Einsatz. Hier mein allerliebster Lieblingsstempel, den habe ich mir mal in China bestellt, glaube ich. Vielleicht kommt der auch in der nächsten Zeit mal in den Shop. Muss ich mal gucken, ob ich den noch ranbekomme für euch. Der macht einfach wunderschöne Hintergründe. Hier ist so ein kleines Stempelset mit lauter kleinen Stempeln. Die sind auch meistens ganz hilfreich, wenn man mit Ephemeras arbeitet. Dann habe ich hier noch ein Stempelset. Das habe ich schon ewig. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich mal in einer Facebook-Gruppe gekauft. Da passt das eben mit der Spielkarte ganz gut. Ne? Alice und Spielkarte passt ganz super. Und hier diese Pilze habe ich mir mit rausgelegt, weil auch das für mich zu Alice gut dazu passt. Und dann eben noch so ein bisschen Schnickschnack. Hier habe ich so ein paar Sticker, die sind alles so Kuchensticker. Ein paar kleine Spielkarten, da werden aber auch größere wahrscheinlich dann noch dazukommen. Also die habe ich ja tatsächlich in ganz vielen unterschiedlichen Größen. Die werden wir auf jeden Fall mitverwenden im Journal. Und zwei Schablonen habe ich mir anfangs da noch mit rausgelegt, wobei ich euch gleich sagen kann, dass wir die Kreisschablone wahrscheinlich verwenden werden oder ganz sicher verwenden werden. Und ein paar Stanzen habe ich mir schon mit raus, habe auch schon ein paar Sachen ausgestanzt im Vorfeld, dass ich da schnell arbeiten kann. Und unter anderem habe ich eben so kleine Stanzen, die zeige ich euch später nochmal, mit Spielkartenmotiven. Und ein paar Charms habe ich mir rausgelegt, also von unten aus dem Perlenbastelzimmer. Da haben wir zum einen mal hier so eine Origami-Katze. Ich habe aber natürlich auch hier die normale Grinsekatze als Charm. Die werden dann mit verbastelt auf die unterschiedlichsten Weisen. Ein paar Schlüsselchen und das weiße Kaninchen habe ich tatsächlich auch. Also starten wir mal mit den Ephemeras. Und zwar suche ich mir jetzt mal diese Text, also diese hier raus, ne? Also von der Form her, die ja so Standard-Text, sage ich jetzt mal, die halt oben ein bisschen abgerundet sind. Und jetzt habe ich es nochmal für euch so ein bisschen durchgeblättert. Und zwar nehmen wir jetzt diese zwei Seiten, weil die also von der Form und der Aufmachung her gleich sind, und drehen uns die auf die Rückseite. Und zwar so, dass die gleich liegen, ne? Also dass immer die Oberseite in dem Fall hier nach links zeigt, und dann stoße ich mir die einfach so aneinander und nehme mir hier so ein bisschen Malerkrepp, dass die eben nicht mehr verrutschen, einfach nur so ein bisschen, dass das halt zusammenhält. Das kann man dann hervorragend wieder ablösen. Ihr könnt auch schlecht klebendes Washi-Tape nehmen oder wie auch immer, oder wenn ihr sagt, ihr schafft das ohne, dann klebt es euch eben nicht zusammen. Jetzt nochmal kontrollieren, dass es auch wirklich richtig zusammengeklebt ist, und weil ich ein Schussel bin und das gleich wieder vergessen hätte, dann mache ich mir hier so einen kleinen Pfeil drauf und schreibe mir drauf, wo oben ist. Bekloppt, aber gut. Wir nehmen uns jetzt diese Kreisschablone, und ich habe mir die Stayzone-Kissen ja rausgesucht gehabt in Weinrot und Türkis, und zum Inken und zum Bestempeln nehme ich dann tatsächlich das normale Jet Black, also das normale schwarze Stempelkissen, und mache mir jetzt einmal auf beide DIN A4 Seiten, auf die Rückseiten, schwinge ich mir da jetzt mal diese Punkte komplett in eben Türkis und Weinrot, so unterschiedlich, also durcheinander gemischt, ne? Einmal die Schablone auflegen und mit beiden Farben dann einfach drüber gehen. Ich habe natürlich für jede Farbe ein unterschiedliches Schwämmchen genommen oder einen wie heißen denn diese Dinger? Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall für jede Farbe ein einzelnes
Ding hier genommen und gehe dann jetzt einmal komplett über diese ganzen beiden Seiten drüber. Hier an den Rändern sind ja so Halbkreise, da kann man durchaus versuchen, mal die an die anderen Halbkreise dann wieder anzuschließen. Also an manchen Stellen funktioniert das einigermaßen, manchmal funktioniert es nicht so ganz. Und was man jetzt hier auch schon ganz gut sieht, dadurch, dass das Stay-Zone-Kissen auf Folie nicht gar so schnell abtrocknet, sage ich jetzt mal, vermischen sich die beiden Farben und werden immer dunkler. Also wenn ihr hier mit dem Blau dann über eine Sequenz drüber geht, die vorher rot war, dann vermischt sich das so ein bisschen trotzdem noch beim nächsten Mal schablonieren und ihr bekommt eben ein bisschen dunklere Farben. Also es ist nicht mehr so die original Standardfarbe. Ist mir jetzt aber auch völlig egal. Ihr dürft es ja jetzt auch nicht als Ganzes sehen, also momentan dürft ihr es noch als Ganzes sehen, aber wenn ihr dann die Tags ausschneidet, dann ist es ja nur noch ein kleiner Teil, ne, von dem Ganzen. Ich denke, ihr habt es verstanden. Hier jetzt nur noch die weißen Flecken so ein bisschen kaschieren, also ne, überall, wo ein bisschen von den Dings hier weiß war, da einfach noch ein bisschen partiell drüber gehen. Und dann nehme ich mir jetzt auch hier schon diesen großen Worttext-Hintergrundstempel und klatsche mir den jetzt auch wieder auf dieses komplette Papier drauf. Und zwar lege ich es auch einfach wieder an, ne? Also hier einmal ordentlich Farbe drauf. Unten links fange ich an. Aufpassen wieder, ne? Dass man es nach oben, dass die Schrift nach oben zeigt, also wo halt oben ist. Und dann einfach einmal im Ganzen da drauf gedrückt, klack, wieder abgezogen und dann wieder Farbe drauf und dann das ganze Papier eben, ne, da sieht man es jetzt schon, bin ich schon beim letzten, das ganze Papier einfach mit diesem Hintergrundstempel schon mal bestempeln. Dann haben wir schon mal eine schöne Basis, würde ich fast so meinen wollen und sagen. Weil mir das jetzt noch nicht so gereicht hat, habe ich mir da jetzt dann noch zwei andere Stempel aufgezogen. Einmal eben die Spielkarte mit der Kreuz 7. Die stempel ich jetzt auch einfach überall, wo ich halt so Bock habe, ne? Ohne zu wissen, was auf der Vorderseite ist oder wo das dann ankommt, an welcher Stelle von dem Tag stempel ich mir die jetzt mit Schwarz auch nochmal komplett die über das ganze Papier. Und dann nehme ich mir auch noch den kleinen Pfeilstempel, warum auch immer, ich fand, das passt ganz schön dazu. Und nehme jetzt wieder meine zwei Farben und nehme jetzt Rot an den Stellen, wo ich blaue Pünktchen habe, stempel ich jetzt eben mit roten Pfeilen und das Ganze mache ich dann mit Blau an den Stellen, wo ich rote Pünktchen habe, dass es so ein bisschen, ne, sich so ein bisschen abhebt und so ein bisschen absetzt. Das Kreppband kommt dann ab und dann geht's ans Ausschneiden von diesem ganzen Text. Also jetzt nehmen wir uns die Vorderseite und schneiden uns das alles zurecht. Da nehme ich euch jetzt nicht mit, die schneide ich alleine aus, da braucht ihr nicht dabei sein, nur so viel. Einen habe ich schon gemacht. Ich nehme mir hier noch so ein Make-up-Schwämmchen und ink mir die ganzen Kanten da jetzt dann nochmal in Schwarz, weil ich gedacht habe, ja, das passt so. Ich weiß, dass viele die weiße Farbe in Journals nicht so mögen, aber wir werden dann noch mit ganz viel Weiß arbeiten, von dem her passt das so. So sieht das jetzt dann aus. Alle ausgeschnitten, alle Kanten geinkt und mit diesem Schwämmchen, das habe ich, also das ist dann wohl auch, hat End of Life erreicht. Aber weil ich das ja alles hier auf meiner Unterlage gemacht habe, schaut es hier ganz furchtbar aus. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen Alkohol, den kriegt ihr in der Apotheke, nicht zum Trinken, bitte nicht trinken das Zeug, sondern wirklich nur zum Reinigen nehmen oder eben für Alkoholinks habe ich das eigentlich im Haus. Da schmiere ich mir da jetzt ein bisschen oder tröpfe mir ein bisschen auf diesen schwarzen Fleck, den ich da geschaffen habe und löst das so ein bisschen mit dem Alkohol wieder an. Also normalerweise ist ja diese Stay-Zone-Tinte permanent, ne? Oder also wasserunlöslich. Mit Alkohol kriegt ihr es ein bisschen weg und wenn ihr dann mit einem trockenen Tuch nochmal drüber geht, wisst ihr, dass zumindest nichts mehr abschmiert auf eure weiteren Projekte, ne? Und das sind jetzt also schon mal die ersten Tags, die jetzt alle so einen Hintergrund bekommen haben. Ich zeige euch die jetzt nicht alle, nur mal so. So sieht es jetzt schon mal aus. Sieht schon anders aus als vorher, ne? Ich habe mir hier jetzt auch noch die Reste aufgehoben, ne, was ich so ausgeschnitten habe. Also größere Stücken, so kleinere natürlich nicht, so kleine ganz schmale natürlich nicht. Aber ja,
das werden wir dann auf jeden Fall noch weiter verarbeiten. Weiter geht's mit diesen Ephemeras hier. Und zwar erstmal heute nur mit den Kreisen. Die Pockets machen wir wann anders mal. Ich schneide mir das jetzt erstmal zurecht oder aus, beziehungsweise. Und weil Schere schneiden immer ein bisschen lahmarschig ist, also habe ich das jetzt gesagt, also weil ich nicht so gerne mit der Schere schneide, mache ich das hier mit dem Messer. Das ist bei denen hier ganz praktisch. Sind schön in einer Reihe angeordnet, das heißt, man kann da mit dem Messer einfach mal entlang ziehen, schön aufpassen, dass er nicht unten in die Luise reinschneidet. Also ich habe da drauf aufgepasst, weil ich halt eine gute bin. Und dann schneide ich mir das jetzt hier erstmal ab. Wie schon gesagt, die Pockets werden wir wann anders verwenden. Ich habe sie mir noch mit ausgeschnitten, aber ja, nicht in die Luise reinschneiden. Nur ganz kurz, ich nehme ja hier meine Handstanze, das passt nicht ganz mit dem Kreis, ne? Also weil ich das hier mit der Schere ausschneiden, ihr habt da so ein bisschen Überstand oder ich hatte den Überstand. Versucht es nicht mit der Schere nachzuschneiden, inkt es einfach, dann nimmt sich dieses weiße Stückchen auch weg. Versucht es nicht mit der Schere nachzuschneiden, klappt niemals nicht. Jetzt habe ich hier eine Tasche, also so eine Juris-Mappe. Nee, ist keine Juris-Mappe, halt so einen Eckspanner. Und da habe ich mir schon für die Signaturen ein ganzes Bündel, eine ganze Menge Papiere rausgesucht, von denen ich der Meinung bin, die könnten vielleicht in dieses Journal mit einfließen. Und da suche ich mir jetzt so ein paar Seiten raus, weil wir machen jetzt mal Trick 17, ne? Weil Kreise schneiden macht, glaube ich, keiner so wirklich gerne. Aber ihr braucht halt eine Stanzmaschine und eine Kreisstanze oder ein Set an Kreisstanzen, sage ich jetzt mal. Das wäre ganz vorteilhaft für die nächsten Schritte. Und ja, ich suche mir da jetzt mal so ein paar Papierchen aus, die ich der Meinung bin, dass ich die jetzt für die Ephemeras mit verwenden möchte. Nimm dann natürlich nicht alle davon, aber lieber erstmal raussuchen und dann nicht blöd gucken müssen. Das war so meine Devise, ne? Wenn ihr dann die nächsten Schritte seht, wisst ihr auch, wie ihr da vorgehen möchtet. Ich falte mir jetzt mal alle Papiere, die DIN A4 sind, also das Journal soll DIN A5 werden, alle Seiten, die DIN A4 sind, werden gleich mal auf Hälfte gefalten, dass wir da gleich das dann in die Signaturen mit einbinden können. Hier haben wir so ein kaffeegefärbtes Papier mit einem blauen Tappen, dann Buchseiten, alte Buchseiten, eine einzelne und gleich eine doppelte. Und die nehmen wir und kurbeln sie uns jetzt durch die Stanze. Und zwar legen wir uns einmal wird dann eine Signaturseite, legen wir uns mal auf unsere Stanzplatte. Und dann nehmen wir uns hier eins von diesen Ephemeras, also von diesen Kreis-Ephemeras, und legen uns an die Stelle, wo wir uns denken, da könnten wir in dem schwarzen Papier auch ein Loch gebrauchen, beziehungsweise zwei, weil wir es ja doppelt gelegt haben, wird es das dann durch beide Seiten durchstanzen, ne? Also so, wie das jetzt passiert. Ich habe hier ein relativ großes Set an Kreisstanzen, also die sind wirklich relativ eng aneinander, sage ich jetzt mal von den Größen her, relativ umfangreich. Das war, glaube ich, ich habe die Originalverpackung nicht mehr, ich glaube, das war mal von Nelly Snellen. Wenn ich es finde, also kann ich es vielleicht mal verlinken, das habe ich mir auch vor Urzeiten schon mal in irgendeiner Facebook-Gruppe, glaube ich, bestellt, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe da, wie ihr seht, das große Glück, dass es wirklich richtig gut drauf passt, ne? Also dass diese Stanze richtig gut zu den Ephemeras passt. Leg mir das da oben drauf jetzt, ne? Also ich stanze da quasi jetzt durch beide Seiten und durch dieses Ephemera stanzen wir da jetzt durch und dann diesen kleinen Kringel, den lege ich mir einfach nur in die Mitte, also ins Innenteil, da stanzt es dann natürlich nur auf der Rückseite, ne? Also so könnt ihr, also keiner dreht das ja einzeln irgendwie durch die Stanzmaschine durch, hoffe ich. Also wer sich die Arbeit macht, ne? Weiß ich nicht. Ich mache es eben jetzt so, weil ich viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Hä? Meine Güte, es fängt im neuen Jahr schon wieder gut an mit uns beiden oder mit uns allen. Also, wir haben jetzt eben das durch die Stanzmaschine durchgekurbelt und haben jetzt zum einen
das Ephemera hier und eben die beiden schwarzen Kreise und dann eben auch ein Loch in beiden Seiten von dieser Junk Journal Page, die wir uns da jetzt geschaffen haben. Und bei dem kleinen Ding haben wir das nur auf der einen Seite durchgestanzt. Ne? Also so könnt ihr in verschiedenen Lagen, ja, da hat es ein bisschen von der Stanze abgedruckt, macht uns nichts. So könnt ihr eben in verschiedenen Lagen arbeiten und könnt trotzdem an unterschiedlichen Stellen auf einmal stanzen. Ich hoffe, es ist irgendwie verständlich, was ich da jetzt versuche zu erklären, aber ihr seht es ja auch. Ne? Also ich nehme mir jetzt zum Beispiel hier nochmal so dieses kaffeegefärbte Papier, stecke mir da rein eine einzelne Buchseite, ne? Also kann dann also quasi durch drei Lagen gleich stanzen. Und bring mir da dann eben, jetzt zum Beispiel habe ich ne, die Junk Journal Page, also das kaffeegefärbte Papier nochmal aufgefalten und bring mir da dann jetzt nur auf zwei Lagen einen Kreis an. Und das hier ist wieder so ein Ephemera-Teil aus dem Kit, das lege ich mir ganz unten hin. Das heißt, dieser große Kreis wird dann nur, also es stanzt quasi nur dann das Ephemera aus. Und auf der Vorderseite wird hier gar nicht gestanzt, ne, weil eben da keine Stanze liegt. Ne. Aber so habt ihr zum einen, kriegt ihr unterschiedlich große Kreise aus unterschiedlichen Papieren. Ne. Auf einmal, hier sehen wir es jetzt dann, haben wir jetzt in der Größe einfach schon mal eine Buchseite und ein kaffeegefärbtes Papier. Hier nochmal das Ganze in klein, also da unten hatte ich noch so ein ganz kleines, hab dann halt, also die einzelne Buchseite wird eh nur so ein Worksheet ungefähr, also so, ne, wird nur so zum Arbeiten verwendet und ihr habt dann trotzdem auch den Ephemera gleich mit ausgestanzt, obwohl ihr dieses große Loch eben an keiner Stelle habt. Ich denke, das ist schon plausibel, was ich da versuche gerade zu erklären. Die Stanze klebe ich mir dann gleich wieder auf das nächste Ephemera, dass die nicht verloren geht und dann geht das so weiter, bis ich alle Ephemeras ausgestanzt habe und genug von diesen Kreisen habe. Wie ihr seht, habe ich auch also unterschiedlich große schwarze mir gemacht. Ich habe ein paar Transparentpapier, also das Transparentpapier mitverwendet, weil ich das ganz schön finde, wenn man da dann ja super durchschauen kann. Die hier habe ich noch mit der Handstanze gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten mit Kreisen. Und das sind eben die Seiten, die ich ausgestanzt habe. Ne? An den unterschiedlichsten Stellen haben wir dann jetzt Löcher, die wir schon mal vorbereitet haben, wo ihr mit einer Handstanze nicht hinkommt und die ihr dann jetzt einfach so ins Journal mit einbinden könnt. Wenn wir dann eben die Signaturen zusammenstellen, werden wir die mit verwenden. Und die Ephemeras haben wir auch ausgestanzt. Das war uns ja das Wichtigste. Hier habe ich jetzt dann noch ein paar, also das sind die Stanzen nochmal, die ich euch vorhin schon mal so gezeigt habe. Also das sind diese Spielkartenstanzen. Da hatte ich vorher schon ein bisschen durchgekurbelt. Die räume ich gleich mal wieder weg, sonst sind die verschwunden. Hier seht ihr sie, ausgestanzt. Und dabei habe ich mir noch ein paar Brads ausgesucht, ein paar bunte Brads ausgesucht. Und da oben liegen noch ein paar Bulb-Pins, auch bunte. Die sind jetzt wieder, also sind jetzt angekommen endlich. Die hatte ich mir schon länger bestellt und haben ewig gebraucht. Und hier habe ich ist kein Saturnband, halt so ein Bändel, ne, durchsichtiges, transparentes Bändchen mit Punkten, habe ich mir gedacht, passt ganz gut dazu. So, und jetzt kommen wir erstmal dazu, was ich euch eigentlich die ganze Zeit zeigen wollte, was ich da jetzt damit mache. Ich nehme jetzt hier unterschiedlich große Kreise in unterschiedlichen Designs und Ausführungen und bringe mir die in unterschiedlichen Größen so übereinander, aneinander, aufeinander an. Hä? Krass. Also, ne, ihr seht es ja hier. Ich habe mir unterschiedlich große Kreise, immer mit einem Ephemera auf jeden Fall, also immer mit einem, was in dem Ephemera-Kit dabei war, übereinander gelegt und nehme mir jetzt hier, das ist so ein Schwämmchen, so ein Schleifschwämmchen, nehme mir das jetzt zum Durchpinnen und nehme mir jetzt hier erstmal meine Aale oder meinen Pinner-Dings hier und schaue, dass die Kreise wirklich an der Stelle, an der ich sie jetzt pinnen möchte, alle schön oben an der Kante liegen und steche mir da jetzt erstmal so ein Loch rein. Ne? Wer eine Lochzange hat, die nicht irgendwo im Keller verschollen ist, der kann das natürlich auch mit der Lochzange machen. Weite mir hier jetzt mit einer Plastiknadel nochmal das Loch ein bisschen und nehme mir dann einen Brad zur Hilfe oder auch nicht. Jetzt. Nehme mir da jetzt so einen roten Brad, der passt schön farblich zu dem Ephemera-Teilchen
und stecke mir das erstmal so alles zusammen. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz viele Möglichkeiten, das eben entweder übereinander angeordnet zu lassen, es mir so aufzufächern und da jetzt dann die Rückseiten, die Vorderseiten noch zu beschreiben. Also prinzipiell wollte ich euch nur mal zeigen, was man denn auch mit Kreisen machen kann. Ne? Also wenn ihr so ein Kit, es gibt ja nicht nur das, was ich mir jetzt ausgesucht habe, ne? Es gibt ja bestimmt andere Junk Journal Kits auch noch, die Kreise haben, und wenn man sich dann denkt, ich möchte es nicht einfach nur so draufkleben, dann ist das eben jetzt so eine Möglichkeit, die ich euch zeigen wollte, was man mit Kreis-Ephemeras machen kann. Ich habe mir jetzt hier nochmal ein zweites Design rausgesucht. Das ist ein sehr, sehr großer schwarzer Kreis da auf der Unterseite. Da hat es mir dann nicht gefallen, dass der Abstand so groß ist, und habe dann gedacht, bringst du doch einfach an zwei Seiten nochmal Kreise an. Und gesagt, getan. Ich habe mir dann einfach eben an zwei Seiten, an zwei Kanten die Löcher durchgepanscht. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr die Löcher nur durch die eine Seite durchpanscht. Ne? Also jetzt hier bei diesem Kaffeegefärbten, also aufpassen, dass ihr da eben nicht das Loch so weit in die Mitte macht, dass ihr den dann wieder mit festhackert, also dass der noch beweglich bleibt. Ne? Wenn ihr den Brett da jetzt durchzieht oder die beiden Bretts durchzieht, aufpassen, dass ihr eben alle Kreise so frei beweglich dann lasst. Hm? Verstanden, ne? Ich denke, ihr habt das voll verstanden. So, und suche mir da jetzt einfach wieder zwei kleine Brads. Nehme ich da zwei kleine Brads? Ich denke, oder? Wir werden es gleich sehen. Nein, wir nehmen uns einen Brad und einen Pulp Pin. So ist es nämlich. Also eine von diesen Schließnadeln mit Bauch, nenne ich sie jetzt mal. Kennt ihr, glaube ich, alle. Und bei den Brads hält das ja relativ fest, weil ihr ja an der Stelle, also weil ihr die Papiere ja fest verbindet an der Stelle, wo der Brad durchkommt. Da, wo der Pin drin ist, ist es relativ fragil, sag ich mal. Also da schwingt das so ein bisschen dran rum. Aber wenn ihr die Papiere von dem Brad oben drüber spannt, sag ich jetzt mal, dann hält das auch fest. Ne? Also wen das stört oder was, der macht halt nur Brads durch. Aber wie schon gesagt, hier, ne, diese zwei Papiere hier oben halten dieses kaffeegefärbte Papier durchaus fest. Also da reicht die Spannung auf jeden Fall aus, um das nicht irgendwie in der Gegend rumfliegen zu lassen. Wir nehmen uns jetzt mal, das sind übrigens die anderen, die ich euch vorhin gezeigt habe, also nicht, ne, das sind einfach das andere Design. Die habe ich dann jetzt auch schon alle so zusammengestellt, wie ich mir das halt jetzt gedacht habe. Hier ist zum Beispiel nur ein Pin drin. Da habe ich oben noch so einen kleinen Schlüsselcharm mit dran gemacht und so ein kleines Fähnchen. Die sind alle relativ, ich möchte jetzt nicht royalblau sagen, aber alle in so Blautönen gehalten oder haben halt ein blaues Motiv mit drauf, und von dem her habe ich da diese blauen Pins mit reingemacht. Ein bisschen Baker's Twine noch mit rangehängt. Und so habe ich die jetzt einfach zusammengestellt, und da werden wir jetzt mal anfangen. Hier ist noch ein bisschen von dieser Spitze oder von diesem Band einfach mit dran, und da werden wir jetzt mal anfangen, die zu verzieren. Ich habe mir hier diesen Pfeilstempel und diesen Pilzstempel mit rausgesucht, und da werden wir jetzt anfangen, die mal zu verzieren. Wer möchte, kann es im zusammengehefteten Zustand machen oder einfach bevor er sich zusammenheftet. Oder er macht einfach den Brad wieder auseinander. Es ist ja nichts für die Ewigkeit hier mit diesen Brads und mit diesen Pins. Also einfach wieder auseinander machen und dann einfach in Reihenfolge auflegen, wie ihr es zusammen gehabt hattet. Und dann kriegt ihr das auch so wieder zusammen. Ist ja jetzt auch alles keine Hexerei, was ich hier mache. Könnt ihr ja alles selber. Also ne, checkt ihr ja, ich habe ja durchaus mit sehr intelligenten Menschen zu tun, und von dem her sind ja Gestaltungsmöglichkeiten sind ja komplett offen. Ich fange hier jetzt mal an, alle Kreise erstmal zu inken, und zwar in dem Blauton, weil ich den eben von der anderen Blüte, für mich sieht das so ein bisschen aus wie so ein Zierlauch, ne? Also so die Blüte von dem Zierlauch hat das für mich ausgesehen. Ink mir hier auch den Stoff oder also dieses Band noch mit, dass das überall so ein bisschen Farbe abbekommt. Stempel mir mit dem
Pfeilstempel, habe mir dann noch ein bisschen einen kleinen Schriftstempel mit ausgesucht und gehe dann genauso, wie wir über die ersten Tags wahllos drüber gegangen sind, auch hier wahllos einfach über alle Kreise oder alle Elemente, die wir uns da eben angebracht haben. Ihr müsst ja nicht nur Kreise da anbringen, ne? Also ihr könnt da ja auch, wer möchte, vielleicht schon mal eine kleine Spielkarte mit reinbringen oder was Viereckiges. Also ne, in den Formen seid ihr da ja völlig frei. Ich habe eben jetzt hier nur Kreise genommen und da sieht man jetzt mal so den Vorher-Nachher-Vergleich. Ne? Also rechts haben wir jetzt schon ein bisschen bestempelt und beinkt und links ist noch ganz jungfräulich. Und so sind die dann jetzt geworden, ne? Diese ganzen Kreis-Ephemeras. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. Das ist jetzt so der erste Teil von dieser Videoreihe. Ich wollte eben mal nicht mit den Signaturen anfangen. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Ich weiß auch, dass viele von euch mit dem Cover anfangen, aber das ist für mich, das engt mich immer so ein bisschen ein. Oder was heißt immer? Aber der Gedanke dann, dass dieses Journal in das Cover reinpassen muss, das ist für mich so ein bisschen... Ja, nee. Also Cover und Einband sind bei mir immer so das, was als letztes passiert. Und jetzt haben wir eben diesmal mit den Ephemeras angefangen. Hier ist wieder so ein kleiner Vierer, den man dann, also auch die Anbringung ist ja dann völlig frei. Da werden wir dann sehen, wie wir die dann im Journal nutzen werden. Ne? Also das waren jetzt diese bläulichen, die wir gemacht haben. Ich hoffe... Es ist in Ordnung für euch, dass wir eben jetzt mal so rum angefangen haben. Vielleicht stellen wir im nächsten Video schon mal ein paar Signaturen zusammen oder schauen uns die Papiere, die Junk Journal Pages nochmal ein bisschen genauer an. Hier ist mal so ein bisschen größerer von der anderen Serie oder von dieser anderen Seite. Da habe ich so einen kleinen Pilz noch mit rangehängt und habe ein bisschen schabloniert. Der gefällt mir ja am allerbesten. Da ist eine kleine Grinsekatze mit dran, so ein bronzefarbener Charm. Hängt da noch mit dran und den kann man tatsächlich an drei Stellen wirklich auffächern, also zweimal mit einem Brad und einmal mit einem Pin. Ne? Und hier aus der gleichen, also von dem gleichen Blatt runter sind es ein paar rote. Schau doch auf jeden Fall mal in die Infobox. Wie schon gesagt, da ist der Link auf jeden Fall zu dem Papier von der lieben Luise, also direkt zu ihrem Shop. Ihr kommt direkt auf das Produkt. Ist ein bisschen ein teureres Kit, aber dafür habt ihr unglaublich viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, ist auf jedem Papier der Raum perfekt ausgenutzt. Ne? Also ihr habt unglaublich viel Gestaltungsmöglichkeiten. Ich liebe das Papier, auch wenn es mich noch ein paar von ein paar Herausforderungen, sage ich jetzt mal, stellt, aber wir kriegen das miteinander hin. Wir haben ein paar Kreise übrig, wir haben auch die Pockets noch nicht gemacht, wie schon gesagt, das dann alles in einem der nächsten Videos, was wir damit machen. Bleibt spannend. Ich hoffe, ihr schaut auch 2022 gerne meine Videos weiter. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, lasst mir einen lieben Kommentar da, was ihr davon haltet und dann würde ich sagen, seid schön kreativ im neuen Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kopf hoch und Füße auf dem Boden. Ciao!